Hey Leute, hier ist der Phönix und es geht weiter in Dark Souls 3. Ja, letztes Mal haben uns die bösen Basilisken getötet. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Ist denen auch kackegal, ob man die stunt oder nicht, ne? Der Zauber wirkt dann trotzdem noch. Na, lasst mich in Ruhe. Dankeschön. So, gut, dass wir uns den Shortcut hier aufgemacht haben. Bangs. Oh. Dieser eine TP immer noch. Oh. That was close. Ach, komm schon. Ja, auf damit. Dankeschön. Ja, auch lecker. Okay. Ja, da ist eine Mimik. Die hatten wir aber schon. Hier schläft der Riese. Ich hoffe, er schläft noch. Ist hier eine Leiter? Ne. Okay. Schläfst du noch? Ja. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Irgendwo müsste hier ein Leuchtfeuer jetzt kommen in der Nähe. Denke ich mal. Ah! Nein! Hör auf. Ah, jetzt muss ich mich wieder einspielen, ne? Sonst sterbe ich hier wieder viel zu schnell weg. Oh nein, 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 nein. Ich mag euch nicht. Geht weg. Keiner mag euch. Stinkenden kleinen Ratten. Nein, Ratten sind eigentlich putzig. Aber nicht die hier. Die halb zerfledderten, stinkenden. Bleh. Ah, Mama und Papa Ratte. Die habe ich fast vergessen. Können aber auch nichts. Ach komm schon. Über den Leichnam deines Schatzis. Sowas macht man nicht, das ist respektlos. Mann. 2 Minuten und 20 Sekunden für den ersten Tod. Warum liebe ich dieses Spiel so? Nein. Und wieder hier. Mist, ich habe gedacht, der Leichnam von dem anderen stoppt den noch bei seinem Angriff, ne? Aber ist nicht so. So, tschüss. Nö. Das ist die Intelligenz, die mir vereinfacht wurde. Da kann ich sehen, dass du kommst. Und dann weiß ich aus, du. Neven. So. Schieß doch. Oh. Für dein Scheitern. So. Zack. Und. Zack. Und ekelhafte Ratten. Ah, verschub du. Jetzt gibt's Ärger. Können wir euch alle verkohlen. Bams. So. Nein! Mist! Verdammte Fackel. Ich wollte mein Schild. So. So, da hinten kommen wieder ein paar. Ne? Aus dem Loch gekrabbelt. Brett Feuer! Alles klar. So, Mama und Papa. Ah! Stimmt. Mist, eine blieb ja hinten. Mama, Papa, Ratte. Kommt ihr? Ich hab eure. Ah! Kind getötet. Und ich fand's geil. Oh nein, 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 nein. Fand sie nicht so geil, ne? Hallo? Jetzt ist die andere auch draußen, ne? Ne? Ich bin alleine. Oh. Da ist sie wieder, ne? Wartet auf mich. Kann's nix. Nein. Ich will dich sterben sehen. Okay.
Cause I'm only human. Oh. And I bleed when I fall down. Wo ist das Leuchtfeuer? Hier muss eins sein in der Nähe. Ist das Ding da tot? Oh, wer bist du? Bist du tot? Du bist bestimmt nicht tot, oder? Das war eine Falle. Drachenkörperstein. Okay. Den gucken wir uns gleich an. Aber erst suche ich das Leuchtfeuer. Oh, ein Aufzug. Ja, wir gehen gleich nochmal zurück und gucken uns alles an. Ne? Bleibst du hier? Nee. Oh, Blitzklinge. Sehr schön. Ist jetzt doof. Autsch. Oh nein. Wie kriegen wir den Aufzug jetzt wieder runter? Hier ist kein Hebel. Oh, das war mit Absicht, ne? Und ich bin drauf reingefallen. Ah, da ist der Hebel. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Bist du da reingelaufen? So. Wo hört's auf? Da geht's weiter. Okay. Leuchtfeuer? Nein. Seele? Ah, große Seele eines namenlosen Soldaten. Oh, Shortcut! Yes! Von der zweiten Ebene, oder? Ja. Yep. Alles klar. Good enough. Yeah. Und jetzt räumen wir da unten auf. Der Bruchbude da. So, Aufzug wieder hoch. Alles klar. Jetzt gucken wir uns gerade den Drachenkörperstein an, bevor wir es vergessen. Verzeichnis der Ritter? Nee. Wo ist er denn? Drachenkörperstein. Drachenkörper erlangen, wie ein Drache grollen. Yay. Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein. Teil des geheimen Rituals des Drachenglaubens. Du erhältst einen Drachenkörper und grollst wie ein Drache. Kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Seit uralten Zeiten ist der Drachenglaube der Pfad der Krieger, von denen es heißt, sie würden in ihren tiefen Meditationen den Erzdrachengipfel erblicken. Manchmal hören sie aus der Ferne sogar den Klang der großen Glocke des Gipfels. Okay. Ist der nur einmalig verwendbar? Wie mache ich das? Na, das ist kein Eidzeichen. Legen wir den mal hier rein. Wie benutzen wir den denn? Wo ist er denn jetzt? Da. Können wir nicht benutzen. Warum nicht? Abkürzung voraus. Moment. Müssen wir den irgendwo ausrüsten? I don't get it. Warum können wir den nicht benutzen? Ist das eine Waffe? Oder ein Schild oder so? Das ist ja bei den normalen Gegenständen abgebildet, ne? Ein Ring? Ne, scheint nicht so. Keine Ahnung. Wie können wir den benutzen? Brauchen wir erst dafür einen bestimmten Gegenstand, damit wir den einsetzen können? Es blutet noch. Okay. Ne, kein Plan. Gott, sind das viele von... Alter! Viel zu viele. Hätte ich nicht gesehen. Hier sind die Ekelviecher mit. Alle abschlachten, bevor sie böse werden. Ja, komm doch! Natürlich können wir kotzen, ne? Alles kann hier in Dark Souls kotzen! Was war das? Was ein lieblicher Raum hier. Wow! Oh, was? Holla, die Waldfee!
Die Kerle haben's drauf, ne? Kartus Grummschwert. Ein von Kartus Schwertkämpfern verwendetes Grummschwert, dessen schwere, dicke Klinge Blutungen verursacht. Und auf ein neues. Juhu. Nicht dieses Leuchtfeuer hasse. Hör auf. Oh nein, 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 nein. Oh Mann. So, und jetzt hier runter. Dann kommen wir zu der Abkürzung. Nein, 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 nein. War das nicht hier? Wow. Oh nein. Ah. Ich hasse euch. Ist auf der anderen Seite? Oder noch eine Etage tiefer? I don't get it. Nein, 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 nein. Okay, wir sind hier falsch. Wir sind komplett falsch. Nein. Ich kenne das jetzt auch. Nein, verschlossen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht cool. Ja, ich meine, es war auf der anderen Seite. Über die Brücke. Oh Gott. Muss der Weg wohl grenzenlos sein. Ach, jetzt lasst mich doch mal leben. Warum können wir nicht alle friedlich Hand in Hand durch diese Welt schlendern? Wäre das nicht wundervoll? Ah, hier steht ein Käfig. Gutes Zeichen. Ja, da hinten ist es, oder? Blutverlust. Yay. Oh ne, hier kommt gleich. Ja, genau der da. Du Ekelhafter. Gut, dann sind wir, glaube ich, falsch. Da geht's jetzt. Geht's da? Ja. Ist so. Ah, da hinten ist der Ausgang. Okay. Ah, lass mich bitte vorbei. Vorbei. Dankeschön. Danke, danke. Und wieder hier runter. Ich muss Vitalität skillen. Ich komme nicht drum rum. Aber ich wollte eigentlich noch so viele andere Sachen skillen. Wo ist der verdammte Ring der Gunst oder der dritte Drachenring oder wie auch immer er hier ist? Ihr wisst schon, der die Ausdauer, Lebenskraft und die Belastung erhöht. Ah, wundervoller Ring. Ihr seht mich gar nicht. Schnell töten. Okay, und jetzt auf den nächsten warten. Nett und langsam. Haben die Flügel? Das ist eine Mischung aus Mensch-Drachen-Krüppel. Ja, okay, Krypto sollte ich vielleicht nicht sagen, dass sich manche Menschen angegriffen fühlen. Das meine ich natürlich nicht auf Menschen bezogen. Ah, oh, danke schön. Ja, komm. Nein, tust du nicht. Tust du nicht. Los. Los. Ja, war klar, dass wir jetzt trotzdem was hier machen. Bams. Okay, der andere hat es nicht bemerkt. Jetzt habe ich euch alle ausgeräuchert. Gottlose Kohle. Gottlose. Ach, stimmt. Und wir hatten noch zwei andere Sachen, ne? Oh, ich muss einen Cut setzen. So. Da ist die gottlose Kohle. Durch Wirken von Dunkel, Blutig und Hohl aktivieren. Blutig! Yes! Darauf freue ich mich. Kohle, die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Überreste des Feuers, das die gottlose Hauptstadt niederbrannte. Konserviert in einem eisigen Schädel. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteine für die Durchwirkung dunkel, blutig und hohl zu nutzen. Das ist hohl. Und der war neu. Blitzklinge. Verstärkt die rechte Waffe mit Blitz. 30 Wille. Oh Leute, wir brauchen dringend 30 Wille. Blitzklinge ist gut. Dieses Wunder wurde im Zeitalter der Götter angeblich von einem Drachentöter-Ritter benutzt. Ornstein? Verstärkt die rechte Waffe mit Blitzen. Geschichten über Drachentöter sind heute eine Seltenheit und werden nur noch vereinzelt in entlegenen Regionen erzählt. Ah ja, okay, Ornsteins Speer hatte allerdings schon von sich aus Blitzschaden, ne? Also hätte er es eigentlich nicht nötig gehabt. Oh Gott, Leute. Wie ich diese Ladies liebe. Backstab! Bams! Ah, hat sich's ausgezaubert, ne?
bevor die Freundinnen kommen. Wenn sie kommen, dann laufen wir. Oh, ich hasse euch. Nein. Ihr seht. Ah, oh, das ist noch eine Mimik. Aha, erwischt. Kriegst mich nicht. Gib deinen Gegenstand. Titanitschuppen. 2 Stück. Das ist nice. Das ist. Oh oh. Bams. Nein, 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 nein. Nicht Brandstempel, bitte. Die sind viel flinker, als man meint, ne? Oh Gott, wir haben schon wieder nur noch so wenig Leben. Na, irgendwas kommt, irgendein Wurfmesser oder so, ne? Ich bin sofort weg. Bin sofort weg. Was haben wir hier? Aber ich traue mich nicht, mit der Lebensenergie reinzugehen. Springt irgendwas von der Decke? Ne? Ein sicherer Raum. Perfekt. Gelbliche Asche. Ah, oh, schön, neue Gegenstände. Und das Kronenring. Was war das? Oh, das war die Leiche da, ne? Du Sack. Oh Gott. Ich hasse diese Schreie. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nicht stempeln. Wohin? Oh, die machen uns langsam. Die machen uns langsam. Brennen. Oh nein, das macht aber nicht sehr viel Schaden. Oh Gott. Wow, haben wir noch viel Lebensenergie. Leute. Wo kommen die denn da hinten her? Boah, ich hasse diese Brandstemplerinnen. Okay, alles gut. Das kriegen wir in den Griff. Jetzt werden wir sie alle ausräuchern. Jetzt haben sie mich wütend gemacht. Du. Jetzt ist vorbei. Ich wollte sie ja eigentlich am Leben lassen, ne? Aber sie lassen mir keine andere Wahl. Sind viel zu gefährlich, um am Leben zu bleiben. Ja, denkt sie ruhig. Denkt sie ruhig. Ist mir wurscht. Ich komme und hole euch. Nächstes Mal wird nicht mehr so glimpfig ausgehen. Kann ich euch sagen, du. Ja, die gelbliche Asche gucken wir uns auch noch gleich an. Lass mich alle in Ruhe. Ich bin sauer. Okay, ich muss wohl in der Öl ein bisschen heilen. Ja, das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn die direkt meine maximale Lebensenergie senken. Warum heile ich überhaupt? Das ist vorbei. Boah, Leute. Was für ein mieser Zauber. Da sind sie wieder. Die ollen Nebelkrähen. Ah, der Gespenstzauber wäre jetzt gut, ne? Okay. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Au. Nein, lauf! Raus aus dem Zauber. Lauf! Und weg. Nein, ich hab gedacht, ich treffe die andere mit. Ah, wir sehen uns wieder an der Stelle hier. God damn it. Okay. Okay, nur die Ruhe. Alles wird gut. Treff Blitze! Ja, God damn it. Sollte man noch treffen, ne? Können wir die einfüllen noch? Oh nein, da kommt schon die erste. Och, Leute! Ich hasse sie. Panzerbrecher! Bams! Umgeworfen. Ihr kommt nicht an mich ran. Oh nein, 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 nein. So. Mann, haben wir viel Lebensenergie noch. Wie viel macht der Blitz an Schaden bei euch? Nicht sehr viel. Okay. Hol Asche erst was. Hier. Ah, oh, da hinten kommen die anderen alle. Was machen wir nun? Ach, jetzt reicht's mir. Macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber besser als. Ich kann unser Leben fast gar nicht mehr sehen. Oh oh. Da traut sich einer, ne? Nützt dir nur nichts. Das ist vorbei mit Spaß hier.
Brenneisen. Oh, das ist cool. That's pretty cool. Bams, werdet ihr alle angesenkt. Oh oh. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Na, werdet ihr ja selber mal verbrannt. Das ist nicht so geil. Ne? So. Komm her. Schluss mit lustig hier. Gib mir meine Lebensenergie wieder. Beams. Und tschüss. Nein, das war der falsche Estus. Wir haben eben schon wieder 12.000 Seelen verloren. Ne? Blut. Das ist nett. Da war das ekelhafte Schreivieh drin. Oh, was ist das? Ach, come on. Gibt's hier noch eine Tür? Ah, durch die kommen wir aber nicht. Ah, okay, doch. Kommen wir wohl. Müssen nur irgendwie höher? Ja, wahrscheinlich hier durch, ne? Erstmal eine Wand zwischen uns bringen, dann aktiviert sich nämlich der Zauber nicht. Beziehungsweise funktioniert nicht. Schnell, schnell, schnell. Gut. Gut. Oh, und eine Estus zurück. Ah, wollen wir die öffnen? Verschlossen. Verschlossen. Wollt ihr mich eigentlich trollen? Gucken wir uns mal das Brenneisen an. Das ist eine lustige Waffe. 39 und 96 Feuerschaden. Dieses Brenneisen wurde von den Wärtern in Irithyls Kerker benutzt. Die glühende Spitze wird in das Ziel gestoßen, wo sie Feuerschaden verursacht und zeitweise die Estus-Heilung blockiert. Oh, das ist cool. Vorstoß. Haltet das Eisen auf Hüfthöhe und... Ja, kennen wir ja schon. Moment. Oh, ist das cool. Ey, Moment mal, das ist ein Degen. Ist ja geil. Das ist ein echt cooler Feuerdegen. Okay, den werden wir uns merken. Den kann man bestimmt nicht nochmal mit Feuer verstärken. Nee. Wäre auch zu schön. Das ist cool, das merken wir uns. Dann haben wir auch ein Feuerdegen. Aha, okay. Wir könnten unseren anderen Degen auch einfach mit Katus Flammenbogen verstärken, ne? Also von daher, ja. So. Nee, komm. Hier, öffne. Oh Gott. Jesus, Jesus. Du bist stärker als deine Freunde, ne? What the fuck? Ja. Der hat's drauf. Damn. Leg dich nicht mit uns an. Glut und kleine Titanitscherbe. Hoffentlich ist da nicht noch einer drin. Ja. Oh, hier schreit gleich bestimmt wieder irgendwas, ne? An der Decke? Nee. Einsam. Oh, war der hier weggeschlossen? Verflossen. Ist hier eine versteckte Wand irgendwo? Da ist nix. Da ist auch nix. 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 Nee. Dann war das wohl nur so ein Raum, wo vorher besser steht. Bitte nicht öffnen. Wie kommen wir denn in den anderen Raum, wo verschlossen ist? Alright. Leuchtfeuer? Wäre nochmal cool, ne? Boah, ist das eine coole Gegend. Vorsicht vor Exzentriker, hätte ich nur Distanzkampf. Ah, uns wird wieder irgendwas töten, ne? Ja, genau hier auf dem Feld ist bestimmt eine Falle. Was ist das da? Ist das ein Bogenschütze? Oder er sitzt einfach da, ne? Oh, Leute. Wir müssen durch den Spalt. Große Seele eines kampfesmüden Kriegers. Ne, uns tötet hier nichts auf dem Feld. Das ist cool. Sieht gut aus. Erinnert mich so ein bisschen an das Dark Souls 2 DLC, gottlose Hauptstadt. Ihr wisst schon, was ich meine. Doch, das ist doch ein Bogenschütze, oder nicht? Oh nein.
Oh, was? Ist das ein Gargoyle? Das ist ein etwas hässlicherer Gargoyle, ne? Ja, komm. Er scheint stark zu sein. Oh, was? Hey! Vorsicht! Das Ding ist gefährlich, was du da hast. Nein, ich wollte hin! Ja, findest du nicht so geil, ne? Nein! Aua! Nochmal heilen. Und. Oh Gott! Mit dem Flügel. Ah, die Visierung ist aus. Oh, was? Okay, am Rücken dürfen wir ihn also nicht angreifen. Komm schon! Alter Verwalter! Ah, der macht den Flügel als Schutzschild. Nein! Nein! Komm schon! Yes! Geht doch! Ganz nix! Brückenwächter! Das war cool! Oben! Übrigens rechts! Ja, da war der Hinweis zu dem, ne? Okay. Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Jetzt bloß nicht sterben. Wie kommen wir da hin? Führt da noch eine andere Leiter hoch? Oder müssen wir hier irgendwie tricksen? Ah, sieht nicht so aus, als wenn es funktionieren würde. Okay. Oh! Und dann darüber springen, oder? Nee, das schaffen wir nicht. Der hält sich da doch nicht. Soll ich's oder soll ich? Nein. Nicht cool. Okay, ich hätte jetzt gerne Leuchtfeuer. Wie kommen wir da oben hin? Versucht dahinter. 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 Wie kommen wir dahinter? Darüber? Über das Loch da? Das geht nicht. Ist das die Leiter, die uns runtergebracht hat, oder ist das eine neue? Nee, das ist eine neue. Perfekt. Können wir uns bestimmt da drauf fallen lassen, ne? Ja. Sieht so aus. Okay, was gibt's hier? Leuchtfeuer! Yes! Yes, 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 yes! Ausstrecken. Ah, die Geste. Das ist cool. Und untoten Knochensplitter. Auch sehr gut. Okay. Erstmal Leuchtfeuer aktivieren. Bevor wir nochmal sterben. Dann können wir hier runter. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Das wollen wir natürlich noch nicht. Aber da ist noch so ein Wächter. Gehen wir erstmal hier den Gegner so. Bames. Nicht. Na, wir sind ja sowieso direkt am Leuchtfeuer. Na komm. Dum, 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 dum. Okay, was ist es? Och nee, wir fallen dran vorbei. Versuch dahinter, versuch dahinter, versuch dahinter. Was will der mir sagen? Dahinter. Ah, ich sehe es. Übers Fenster. Okay, kann man hier ein Bücherregal finden? Da raus? Hm. Okay. Gott, sollen wir hier rüberspringen? Nein! Oh, ich bin so doof. Ich hol besser die Fackel raus. Lederstulpen, Handschuhe aus weichem Leder. Eine sehr gängige Schutzkleidung. Yes, yes. Jeez. I'm so stupid. Wo sind meine Seelen?
Könnten wir es schaffen, hier rüber zu... Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein. Nein, funktioniert nicht. Okay. Schaffen wir es denn, aus dem Fenster da zu springen? Wenn das ziemlich blöd klingt. Oder müssen wir hier drauf uns darüber fallen lassen? So. Naja, kommen wir immer noch nicht raus, oder? Aber wir gucken uns mal hier um. Vielleicht gibt es hier noch was. Im kurzen Moment dachte ich, das wäre was. Er hat noch eben auch noch einen neuen Ring aufgehoben, oder? Den muss ich auch noch zeigen. Genau, das Kronenring war das, glaube ich. Funktioniert nicht? Nee. Okay, wir müssen irgendwie aus dem Fenster. Moment, ist das eine Leiter, die da hochführt? Ja. Oh, Leute, dann sind wir hier falsch. Denn machen wir was falsch. Ich gehe trotzdem mal die Seelen ausgeben. Und die anderen Sachen alle. Aber das machen wir im nächsten Part, denn ich überziehe schon wieder. Und es soll nicht allzu viel werden. Gut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ihr schaltet auch zum nächsten Dark Souls 3 wieder ein. Ciao, ciao. Euer Phoenix.